Hallo, hier ist Martha von Marthas Flechtwerk. Bald ist wieder Weihnachten und ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Weihnachtssterne mache. Aus fünf Stöcken mache ich fünf Zacksterne in dieser Form und am Ende sehen sie dann etwa so aus. Ich benutze dafür getrocknete Weidenstöcke. Die habe ich noch vom letzten Jahr, noch relativ viel davon und die sind, obwohl sie schon mal ein Jahr alt sind, immer noch etwas flexibel und die sind nicht gewässert, die sind draußen getrocknet. Wenn sie eine leichte Krümmung haben, wie der da zum Beispiel, dann biege ich ihn ein bisschen gerade. Das erleichtert mir die Arbeit. Genau. Zum Binden von diesen Stöcken benutze ich eine ganz einfache Schnur. Eine Schnur aus Naturfasern. Zuerst verbinde ich zwei Stöcke zu einem Winkel, so wie hier. Das ist ungefähr, sieht so ein bisschen aus wie ein Buchstabe A oder V, je nachdem, wie man guckt. Und dafür nehme ich zwei Stöcke. Und die haben immer ein dünnes und ein dickes Ende und ich verbinde sie immer so, dass ich ein dickes mit dem dünnen Ende verbinde. Diese Verbindung sieht so aus. Ich überkreuze die zwei Stöcke. Dann lege ich die Schnur. So sieht die Verbindung aus. Ich lege die Stöcke übereinander. Und da an der Stelle, wo es am dünnsten ist, hier in der Mitte, hier wickele ich um. Ich lasse erstmal ein Stückchen Schnur rausgucken und wickle hier zweimal drum. Und dann gehe ich mit einer Schnur zwischen die zwei Stöcke und wickle hier noch ganz fest. Dabei halte ich die Stöcke in diesem Winkel, in dem ich sie haben möchte. Ziehe ich fest. Und dann mache ich einen Doppelknoten. Diesen Vorgang mache ich erstmal zweimal. So, jetzt habe ich meine zwei A's. Und jetzt stecke ich sie ineinander. Ich nehme den einen und stecke mit einem Fuß zwischen den anderen und lege sie so aufeinander. So, die kann ich ein bisschen hier ausbreiten. Und das ist schon ein, ja, fast kompletter Stern. Da fehlt nur noch ein Stock. Jetzt kann ich diese zwei verbinden. Zwei Stöcke verbinde ich, auch mal lege ich sie aufeinander. Der Sinn dabei ist, dass hier diese Verbindung hier, dass das hier abwechselnd drüber und drunter geht. Also wenn dieser Stock hier drüber ist, kommt er hier auf der Seite unter dem anderen Stock und hier genauso. Das kann man alles noch so ein bisschen schieben und durch dieses Abwechseln drunter und drüber entsteht eine Spannung in dem gesamten Stern. Und deswegen ist eine Verbindung hier an diesen inneren Kreuzpunkten ist gar nicht nötig. Das hält von alleine, indem ich nur die Zacken verbinde. So, jetzt kommt das Wichtigste, der letzte Stock. So, der kommt hier hin. Allerdings muss ich darauf achten, wie er reinkommt. Und zwar, er muss hier davor kommen und hier dahinter. So. Wenn ich das von der Seite betrachte, dann steht dieser Stock erstmal ganz quer. Und ich muss jetzt diese beiden Enden hier zusammendrücken. Und da merkt man schon, dass es hier eine Spannung entsteht. Und diese Spannung hält den Stern in Form. Jetzt muss ich noch ein bisschen hier nachschieben. So. Ich habe immer noch so ein bisschen Spielraum, kann ich den Stern
noch ein bisschen richten, hier ein bisschen schieben, so dass er eine schöne symmetrische Form bekommt. Ich binde zuerst die eine Seite. Habe ich dann immer noch genug Spielraum für Nachkorrektur. So, auch wie eben. Einmal ein paar Mal drumrum und dann zwischen die Stöcke. Man kann diesen Stern auch mal mit frischen Stöcken machen. Allerdings nach dem Trocknen kann sein, dass sie schrumpfen und dass diese Verbindungsstellen sich ein bisschen auflockern. Aber wenn der Stern erstmal ausgeflochten ist, dann ist es auch nicht so tragisch. So, jetzt bleibt der letzte. So, hier ist auch recht großer Abstand zwischen den Zweien und ich ziehe die beiden zusammen. Beim Auswahl von den Stöcken muss man darauf achten, dass sie alle etwa gleiche Stärke haben. Wenn hier nämlich einer viel dünner ist als die anderen, dann könnte es sein, dass bei diesem Spannungsaufbau, dass er dann nachgibt und bricht oder knickt. Und sobald hier irgendwo ein Knick entsteht, dann ist die Spannung natürlich weg und es funktioniert das Ganze nicht. So. Okay, das ist jetzt der Stern, der sogenannte Pentagramm mit 5 Zacken. Und ich betrachte ihn dann von allen Seiten und entscheide erst dann, welche Seite mir am besten gefällt und wie er dann letztendlich hängen soll. So, in dem Fall wäre das mal die Seite. So, jetzt kann der Stern noch ausgeflochten werden. Und man kann ihn entweder in sogenannte Chaos-Technik ausflechten. Das funktioniert so wie in meinem Herzprojekt. Da habe ich einfach hier so kreuz und quer überall mit Weiden ausgeflochten. Ich verlinke das Herzprojekt hier im Bild. Dann seht ihr, wie das funktioniert. Und man kann es aber auch so ausflechten, dass man die Zacken voll ausflechtet. Und das ist wiederum ähnlich wie in dem Fischmobile-Projekt. So wie die Fische ausgeflochten waren, so flechtet man hier auch mal die Zacken mit dem sogenannten Achtergeflecht. Also beginnend auch mal hier mit der Zacke und dann immer im Achtergeflecht einmal durch die Mitte und einmal drumherum flechtet man hier von außen nach innen. Diesen Stern kann man auch mit LED-Lichtern schmücken. Das funktioniert auch ganz gut. Man kann so eine Kette kaufen. Ich kaufe immer welche mit sehr kleinem Batteriegehäuse und lange Kette. Man kann es an den Zacken entlang führen oder auch mal kreuz und quer oder nur in der Mitte, wie man es möchte. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und eine schöne weihnachtliche Atmosphäre dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss!